neue haben. So lautet der Slogan des neuen Parkplatz-Sharings, das ein Schweizer entwickelt hat und noch gleichzeitig die passende App dazu liefert. Wir teilen unsere Fotos, wir teilen unsere Texte, wir teilen unsere schlimmsten und schrecklichsten Momente, warum nicht auch unseren Parkplatz? Im Ernst. Eine der letzten Freiheitsdomänen gerät in Gefahr. Mit dem Rückwärtsgang, dem Hintermann die Lücke versperren. Das ist Freiheit. Wir dürfen nicht mehr rauchen. Wir sollen gesund essen. Wir sollen lange leben, ohne krank zu werden. Wir sollen sterben, ohne tot zu sein. Und jetzt auch noch den Parkplatz teilen. Und das in Deutschland. Wie soll das Ausland uns nahe kennen? Nur noch an unserer Pünktlichkeit. Wir teilen unsere Couch mit Durchreisenden, unseren Kühlschrank mit Kühlschranklosen. Wir teilen einfach alles. Wir besitzen alles. In Hamburg gibt es keine Parkplatzprobleme mehr. In München nur noch preiswerten Wohnraum. Und am Pool brauchen wir unser Handtuch nicht mehr auszubreiten, um unsere Liege zu reservieren. Paradiesische Zeiten. Teilen ist das neue Haben. Und wenn man es lang genug schreibt und spricht, heißt es am Ende noch, am siebten Tag sollst du ruhen. Aber so gesehen, könnten wir diesen Schweizer auch für uns zur NSA in die Staaten schicken, statt unseren Innenminister. Um den Amerikanern zu erklären, was es heißt, zu teilen. Nur leider ist die Schweiz neutral. Und versteht sich aufs Geld verdienen.